Space, the final frontier. Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat Running Press. Tja, die habe ich irgendwie gefressen. Die finde ich richtig cool. Da gibt es so kleine Modelle. Ich habe euch ja hier bereits den kleinen Tricorder gezeigt, den man hier kaufen kann. Und die Teile sind echt billig, 8, 9 Euro. Dann ist man schon dabei und so für in die Vitrine. Ein echt schöner kleiner Blickfang und auch mit Licht und Sound hier. Und deswegen, weil mir der so gut gefallen hat, habe ich mir jetzt hier noch die Enterprise geholt als kleines beleuchtetes Modell. Und da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Aber schauen wir erstmal einmal rum. Wir sehen hier vorne wieder Star Trek Light Up Starship Enterprise. Dasselbe steht auch auf der Seite drauf. Hier sehen wir schon das Modell mit Standfuß. Da ist auch wieder so ein kleines Booklet dabei mit 32 Seiten. Und mehr gibt es dann hier erstmal nicht zu sehen. Ich schaue direkt mal in die Packung rein. Wie gesagt, Running Press heißt hier die Firma. Und ich hatte von der ehrlich gesagt noch nie was gehört. Aber die hat noch so ein paar andere kleine Modelle hier im Angebot. Außer dem Kommunikator gibt es da noch einen Phaser. Und noch das Raumschiff Galileo, also das Shuttle von der Enterprise. Hier ist schon mal das kleine Booklet. Das schauen wir uns später an. Und die Packung ist leer. Und hier drin finden wir die Einzelteile. Also einmal haben wir hier die Warp-Gondeln mit den Bussard-Kollektoren dran. Das muss man dann irgendwie da reinschieben. Das Teilchen, das ist nicht beleuchtet. Also hier sind keine LEDs drin, wobei sich das ja echt angeboten hätte, hier vorne die beiden Bussard-Kollektoren zu beleuchten. Aber die sind zumindest aus so transparentem Plastik und sehen ganz nett aus und reflektieren das Licht. Hinten, da hätte man auch was hinmachen können, da ist jetzt nichts. Okay, soweit so gut. Dann haben wir hier einmal ja, den Ständer, wo das Teil nachher draufgestellt wird. Und dann unsere Hauptsektion. Und das sieht auf den ersten Eindruck ja echt ganz schön aus. Ziemlich detailliert. Hier unten ist dann auch die Klappe, wo man dann den Akku wechseln kann. Da sind wohl wahrscheinlich so kleine Knopfzellen drin. Mehr wird da ja nicht reinpassen. Ein Ein- und Ausschalter. Und ja, ansonsten baue ich das jetzt mal richtig zusammen. Man wird schon sehen können, dass hier oben diese Untertassensektion leuchtet und die ganzen kleinen Fensterchen sollen beleuchtet sein. Also das hier muss ich hier nur reinschieben und dann passt die Sektion. Ja, schöne Sache. Einfach. Und dann packe ich es hier mal sofort auf den Standfuß. Da haben wir dann die Enterprise fertig zusammen, naja, gebaut kann man fast nicht sagen, aber wir wollen ja sehen, wie das Licht hier ist. Also mache ich hier mal das Licht an und wir schauen, wie es leuchtet, beziehungsweise es ist fast etwas zu hell dafür. So, ich habe mal etwas dunkler gemacht, damit man das auch sehen kann. Und hier seht ihr schön, dass hier die ganzen Lichter im Hals, also die ganzen Fenster im Hals beleuchtet sind, Lichter hier an der Untertassensektion, hier die Unterseite. Da kommen auch die einzelnen Fensterchen mit Beleuchtung raus und das gleiche auch hier auf der Oberseite. Und mal ganz ehrlich, Freunde, für 8, 9 Euro ist das hier doch ein echt schicker, schöner Blickfang. Gefällt mir wirklich sehr gut, sehr detailliert. Die ganzen Aufdrucke, die passen, da ist nichts verschoben und ja, sieht echt gut aus. Und mit der Beleuchtung, also mal ganz ehrlich, ein echter kleiner Hingucker. Sehr, sehr schönes Modell. Running Press. Also wer noch mal ein Modell sucht zum Hinstellen, was Kleines mit Beleuchtung, dem kann ich das hier nur wärmstens ans Herz legen. Wir machen mal einen kleinen Größenvergleich. Running Press. Dann habe ich hier noch mal die Enterprise. Das war Matchbox, glaube ich. Habe ich schon ziemlich lange. Da sieht man also schon deutlich einen Größenunterschied. Und jetzt vor allem mal noch Eagle Moss, die ja auch sehr tolle Modelle machen. Und da sieht man, da ist die Größe fast identisch hier mit dem Eagle Moss Modell, was natürlich aus Metall ist. Und das hier ist aus Plastik. Aber so von der Größe her geben die sich nicht viel. Natürlich ein paar bauliche Unterschiede sind vorhanden, ganz klar. Aber nur mal, wer vielleicht so ein Eagle Moss Modell schon hat, dass man hier einen kleinen Größenvergleich hat. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick hier in das kleine Booklet rein. Das ist wieder komplett auf Englisch, wie auch schon bei dem Kommunikator. Und wir haben eine Einführung, die 5-Jahres-Mission, Schiff, Schematas und so weiter. Alles schön farbig gedruckt. Also wer des Englischen mächtig ist, kann hier ein paar Hintergrundinformationen sich anschauen und ein paar schöne Bildchen gucken. Die kann jeder, auch der kein Englisch kann.
Finde ich eigentlich ganz schön, dass die das hier so mitliefern. Ist eine ganz schicke Geschichte und da kann man auch sehen, dass da wirklich, also zumindest an der Untertassensektion, nicht wirklich viel mehr Lichter waren wie die, die hier wirklich auch leuchten an dem Modell. Natürlich gibt es unten und an der Gondel noch die Lichter, das wäre noch schicker gewesen. Und das hier ist die Galileo, das Shuttle der Enterprise. Das gibt es auch als beleuchtetes Modell, werde ich mir vielleicht als nächstes holen, mal schauen. Und ja, ganz nettes kleines Büchlein, kann man machen, aber auf jeden Fall für jeden Star Trek Sammler und Fan ist das hier absolut ein Ding, was man nicht nur machen kann, sondern für den Preis quasi machen muss. Tja, und was soll ich noch mehr hier drüber erzählen? Also das hier, das war ein Spontankauf von mir aufgrund des günstigen Preises. Die Enterprise habe ich gekauft, weil mir der Kommunikator schon so gut gefallen hat. Und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Wirklich ein sehr, sehr schönes Modell. Wenn ihr auch sowas kaufen wollt, ich werde euch den Link hierzu mal in die Videobeschreibung reinpacken. Könnt ihr draufklicken und euch dann direkt dort bestellen. Und ansonsten sage ich schon mal Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal hier bei Me Upper Cat. Vielleicht kaufe ich mir noch andere Running Press Dinger. Die sind echt schick. Schön, schön.